Samstag, 28.10.2023. Herzlich willkommen hier in Kaiserslautern. Am Hannover steckt schon der Bär hier am Martinsplatz. Es ist wieder ein richtig geiles Spiel. Der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen die Gäste aus dem hohen Norden, gegen den HSV. Beide Mannschaften relativ weit oben dabei. Der FCK letzte Woche in Düsseldorf nach 0:3 noch 4:3 verloren. Kann man nur den Kopf drüber schütteln. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, einfach mal klicken in den Kanal. Mein persönlicher Tipp heute, ich weiß nicht, durch die Verletzung vom Aache und so ein bisschen der Dämpfer letzte Woche wird ganz, ganz schwer. Ich tippe trotzdem ein ganz dreckiges 1:0, dass wir hinten mauern, auch wenn die Abwehr echt nicht so überragend zurzeit ist. Und der Beuth heute endlich mal wieder, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, mal wieder ein Türchen macht. Also 1:0 Betze, ich nehme euch in gewohnter Manier mit hoch auf die Betze und jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich sag heute einen 3-1 HSV. Tor für Lautern macht Carsten Janka. Für den HSV Doppelpack Sergej Barbares und in der Nachspielzeit nach einem überragenden Sprint David Jarolim. Und wird eine geile Stimmung auf dem Betze. HSV gewinnt aber das Ding, deswegen sorry, aber nur der HSV. Du bist meine Frau. Und ich grüße noch meinen Bruder Maffa. Dank dem ich HSV-Fan wurde. Geiler Typ. Viel Spaß heute Abend. So, das ist der Stiftsplatz hier in Lautern. Wie findest du den auf einer Skala von 1 bis 10? Minus 2. So, willkommen an der Stiftskirche. Deine Bewertung? Schöne Kirche. Würde ich sagen, 5 von 10. Wie findest du das hier so? 11 von 10, Name, Programm. So, Martinsplatz mit Hannovers. Gut. Wenn das der Hotspot der Altstadt sein soll in Kaiserslautern, was soll ich dazu sagen? Gibt, eine 2 von 10. So, was tippt ihr heute? 3-1 für Hamburg. Wer macht die Tore? Kevin, wer macht die Tore? Kevin, wer macht die Tore? Ich meine Frage Glatze sagen. Glatze! Alles klar. Gutes Spiel euch, ne? Ja. Thank you.
sag's euch, ich bin einfach immer ein Glücksbringer für den FCK, wenn ich aufs Klo gehe. 1-1 aktuell, weil ich wieder auf dem Klo war. Ich glaube, ich bleibe das ganze Spiel auf dem Klo. Leider angedeutet, die haben zu wenig gemacht in den letzten Minuten. Jetzt Magic Zimmer Flanke! Magic Zimmer! Magic Zimmer! Magic Zimmer, egal, Magic Zimmer! Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du das? 12. Ganz ehrlich, der Spielverlauf 3-1. Ich habe noch gesagt, der Beut macht auf jeden Fall 3-1. Wir dominieren und dann kommt so ein. Nur der HSV. Du. Ich fahre mit dir aufs Meer. Mein Herz ist eine Raute.